Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Soul Mask. Wir müssen kurz reden. Ich war eben mal kurz im Hauptmenü und habe einfach mal geschaut wegen dem Schwierigkeitsgrad, weil das Spiel hat ja so viele coole Aspekte und ich habe entsprechend dem, also ich muss dir erstmal wieder sagen, dass du bitte kämpfen sollst, habe dann da mal durchgeguckt, den Schwierigkeitsgrad, was der Schwierigkeitsgrad alles so anpasst und habe mich jetzt erstmal tatsächlich dazu entschieden, dass ich von normal auf leicht gehe. Also, was heißt hier leicht? Also die Stufe unter normal. Es gibt dann noch einen entspannten Schwierigkeitsgrad, aber ich glaube, das würde ich definitiv nicht spielen wollen. Und habe auch mal geguckt, was ich da in den Einstellungen alles anpassen kann. Das ist halt schon eine Menge. Und zwar ist jetzt standardmäßig mit an tatsächlich, dass unser Todespaket beim Tod, beim Respawn vor unsere Füße gesetzt wird. Das heißt, eigentlich hätten wir nie wieder Verlust an irgendwelchen Sachen. Das ist schon mal ganz geil. Der Multiplikator für die Geschwindigkeit, um die Barbaren zu überzeugen, ist angepasst. Man kriegt etwas weniger Schaden, teilt etwas mehr aus. Also letztendlich in allen Punkten ein bisschen halt einfacher gemacht, so wie es halt für den Schwierigkeitsgrad einfacher gedacht ist. Werden wir einfach mal ausprobieren. Deswegen, weshalb ich sage, wir müssen reden. Das Problem, das ist billig, ist ein persönliches Problem meinerseits. Wenn ich am Schwierigkeitsgrad rumspiele, damit es einfacher wird, fühlt sich das für mich wie Cheaten an. Das heißt, selbst wenn das jetzt ganz gut läuft, habe ich wahrscheinlich immer im Hintergrund mit, das fühlt sich an wie Cheaten. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch von den Entwicklern so mit vorgesehen. Also, ja, schwieriges Thema. Muss ich zugeben. Aber das würde es natürlich insgesamt nochmal ein bisschen. Oh, das ist Premium-Frischfleisch. Ui, ich habe Premium-Frischfleisch. Also wir probieren das jetzt einfach mal ein bisschen aus hier. So, wir sind kurz vor der Kupfermine. Scheinbar haben wir aber gerade irgendwie Nacht. Das habe ich wieder ganz toll eingefädelt. Ich sehe zwar noch genug, aber für euch ist das natürlich blöd. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt die Tageslichtdauer nochmal hochgeschraubt. Das kann man ja auch alles super entspannt machen in dem Spiel. Hier dürfen wir ein bisschen was sehen. So, wir haben jetzt mal den Auftrag, dass wir uns mit der Kupfermine rumschlagen. Ich esse nochmal was. Ach so, du musst mir natürlich erstmal wieder folgen. Kann natürlich sein, dass es jetzt direkt wieder dunkel wird und ich theoretisch warten müsste. Kämpfen. Oh. Dann gehe ich dich mal auf aktiv, mach das da oben wieder weg und dann ist gut. So. Jetzt ist es wieder dunkel. Ich hätte vielleicht die Tageslichtdauer auf Maximum stellen sollen. Aber egal. Jetzt einfach rein. Wer will habt ihr denn? Wo ist meine? Ach so! Ah! Steuerung! Was habe ich denn jetzt in der Hand? Meine Axt? Wow! Das ist gerade nur ein Schwierigkeitsgrad drunter, ne? Und fühlt sich massiv einfacher an. Okay. Bestienklauenfäustlinge. Wildlinge, ah, schön, 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 schön. Gib mal alles her. Geröstete Kartoffel. Haben wir nicht drei umgebracht? Sag mal, Herr Rumstreicher. Alter! Das ist kein normales physikalisches Verhalten von Brüsten. So. Strange, wenn das so wäre. Jetzt. So, wie viel hätte ich jetzt gerne noch einen dritten Loot? Bitte? Wo ist er denn? Aber eigentlich ist es doch gar nicht so wichtig. So.
hier, bist du das? Ja. Clownstamm Basiskampf. Kann ich da reinkommen und gucken das schon? Schauen wir mal. Ja, du kannst die Verbände haben. Bitteschön. Hoppa jetzt, oder? Finde ich natürlich ganz geil eigentlich. Genau. Boah, es gibt ja richtig. Obwohl, warte, die, auch der EP-Multiplikator. Wie gesagt, ich habe nur einen Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Und alles, was ich daran gelesen habe, waren irgendwie so ziemlich die Punkte, die mich gestört haben, so lange Zeit. Es ist richtig schlimm. Guck mal, mein Balken unten. Jeder Schlag, das ist ein spürbarer Fortschritt. Ja, nee, ist klar. Okay. Ich habe nicht manuell nochmal den EP-Multiplikator angepasst. Das ist nur Schwierigkeitsgrad einfach, der das so massiv anpasst. Wow. Okay. Was ist Zinnerz? Bin ich nach Zinnmine? Nee, Kupfererz. Stein? Feuerstein? Ich krieg doch viel mehr. Ich hab hier nicht viel mehr jetzt raus. Wow. Okay. Level up. Hier, du kannst doch bestimmt mal was tragen für mich, ne? Erz, Lehm. Was ist denn das? Tödlich. Ich habe jetzt aber kein Kupfererz bekommen, ne? Geht das erst mit besseren Werkzeugen vielleicht? Vielleicht geht das erst mit den besseren Werkzeugen. Ah, okay, Moment mal. Das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Ja, wir spielen jetzt gerade trotzdem hier kurz in der Nacht. Das tut mir wirklich leid. Wow. Zerfleischt. Hey! Licht! Hey! Sehr schön! Die ganzen Rohstoffe hier. Ja gut, ich glaube wirklich bessere Werkzeuge. Ich habe nicht zufällig was bekommen von euch gerade, ne? Nur Waffen. Nee. Schade. Habt ihr zufällig auch noch Lootkisten versteckt? Level 20. Raus da. Erstmal eine 15er weg hier. Ach schade, ich dachte echt kurz einschüchtern. Boah, fuck. Du zerfleischst die ja richtig. Aber ich glaube auch, also menschliche Gegner waren jetzt auf an dem anderen Schwierigkeitsgrad, wenn es nur so 2 bis maximal 3 sind, auch kein wirkliches Problem. Das war ganz nett. Können wir auch die Kasernen looten gehen, also das ist ja gerade richtig entspannt. Du blöde Kuh, hast deinen eigenen Freund umgebracht. Oh, Level 20. Darf ich dich mitnehmen? Ja. Okay. Ich mach mal kurz meine Spitzhacke noch durch. Die EP fand ich nämlich ganz geil. So, meine Spitzhacke ist gleich komplett durch. Gibt's zu Hause mal neue? Okay. Eine Bandage? Wieso geht das nicht? Hä?
eine Slotbegrenzung, kann das sein? Ja. Ärgerlich. Oh. Oh. Es ist die Kaserne. Ach du Scheiße. Mine in die Kaserne. Ah, komm. Wenn du das überlebst, kriegst du einen Namen, ja? Ach, jetzt habe ich die anderen noch liegen lassen. Na, egal. Ja, ja. Der Treffer war auf 200 Schaden hat er gemacht. So, können wir mal kurz aufhören, einfach alles niederzumetzeln? Pika hat echt keinen Überblick. Ja. Okay, wenn die dann einfach reinrennt, ist echt ein bisschen fies. Die hat doch irgendwo ein Leuchtfeuer, ne? Signalfeuer wurde entzündet. Ach, da! Du Arschloch! Oh, dadurch, dass sie die ablenkt, einfach das Aggro zieht, das ist total geil. Bleib mal heilen. Gott! Wie geht's meiner Kollegin? Oh Gott! Ausweichen! Nein! Nein! Oh Gott! Das macht mich noch fertig hier. Ich glaube, ohne die auf der normalen Spielkette. Oh, wow, 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 wow. Also es ist immer noch ein bisschen knackig, wenn man reinrennt mit dem Idiot. Lässt du mal meine Lady da in Ruhe? Die Lampen finde ich gut, ne? Ihr seid jetzt gestärkt und. Oh, nein, 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 nein. Ich bin am Arsch. Oh, Verband geschluckt. Geschluckt holen. Ein. Oh Gott, was bin ich froh, dass ich so viele Verbände habe. Und dass sie mal die Leute ablenkt. Oh mein Gott, das ist so gut. Und es sein, dass die unendlich viel nachkommt. Ja, ne? Die Bandagen würde ich schon auch gerne mitnehmen. Nächste Ladung. Ja, die kommen und enden auch nach. Ja, das schockt mich. Das schockt mich. So überhaupt nicht.
Ach, komm. Komm. Komm mal her. Wir hauen ab. Das tut ja wirklich nicht. Das ist doof. Aber witzigerweise, die Situation an sich hätte man im Griff. Sie ist noch Bewusstseinsstärke 19. Wow, haben wir schnell gelevelt. Okay. Das verändert die Situation natürlich gewaltig jetzt in Bezug zu dem Spiel. Im Übrigen habe ich, als ich diesen Schwierigkeitsgrad angepasst hatte, bin ich dann drüber gestolpert, dass man eigene Portale bauen kann. So, du bist eine Rüstung? Eine Hose mit 11 Verteidigung. Meine macht auch 11,5. Das heißt, das ist quasi dieselbe Klasse. Okay. Aber wir müssen einmal nach Hause. Ich muss das Inventar aufbauen. Aber okay, das ist halt schon ganz geil. Keine Ahnung, was das mit den Elite-Gegnern dann da noch so ist. Also in der Beschreibung von dem Schwierigkeitsgrad, also der heißt einfach, ich habe eben nochmal nachgeschaut, steht drin, die Gegner sind insgesamt etwas leichter, aber näher an der Normalversion dran, als an der Entspanntversion dran. So habe ich das jetzt frei rausverstanden. So, kann ich das Licht auch mal ausmachen hier? Ach, schön, dass ich jetzt Lampen habe. Das hat sich gelohnt. Hast du gelevelt eigentlich bei dem Spaß? Ach, warte, guck mal zu Hause. Hab ich gelevelt bei dem Spaß? Oi! Ist Viecher. Meine Tasche ist bereits voll. Du kannst es einfach aufstapeln, nur um das klarzustellen. Wegwerfen. Finde ich ja deutlich sympathischer. Verteidigung 12. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist schon mal besser, als was ich habe. Wow. Kann nicht zerlegt werden. Okay. Wurfspeer. Genug, dass ich zerlegen kann. Das ist aber geil, dass es geht. Oh, da kriege ich Holzgriff und so einen Spaß wieder. Oh, cool. Hey, das war ein interessanter Ausflug. Ich denke mal, dass wir da besser vorankommen, wenn wir wenn wir es schaffen, zu vermeiden, dass sie ihr Leuchtfeuer anmachen. Ich glaube, das ist so das große Problem. Das heißt, ich müsste am Leuchtfeuer dann verteidigen, wenn wir da nochmal hingehen. Jetzt bin ich aber wieder gehypt und hab Bock. Verdammt! Also, insgesamt diese Basis da raiden, würde ich sagen, hätte auf normal ähnlich gut geklappt wie jetzt, bis zu dem Moment, wo die Verstärkung gerufen wurde. Dann war ich raus aus der Nummer. Hallöchen! Level 19? Ach du Scheiße. Weg mit dir. Aber auch das hat jetzt ähnlich lang gedauert wie davor. Okay. Na. Ich hab dir einen Namen versprochen. Ich muss jetzt nur noch mal überlegen, wie. Piranhas! Na komm, kommt her. Heute gibt's Fisch. Heute gibt's Fisch. Danke. So, wo wohnen wir? Da. Okay. Dadurch, dass ich jetzt aber weiß, dass man auch eigene Portale später bauen kann, ich muss... Ach! Du Heilige! Der Titan... No Boa, auch Anaconda gedacht. Okay.
Easy. So. Das ist ja noch eine. Wie viel Schaden macht die? Los, beiß mich mal. Jetzt! Oh, warte, ich bin gestuckt. Oh Gott! Rette mich! Da ist das Fiese da dran. Okay, ist gar nicht der Schaden selbst, sondern wenn man von ihr gestuckt wird. Ei, miese Nummer. Bin ich vergiftet? Oh, wäre eigentlich auch noch fair. Aber du kannst auch den Blau tragen. Ich habe jetzt einfach 300 Steine gesteckt. Du bist jetzt wechselt auf Schwert und Schild, okay. Aber ich glaube, ich fände Doppelklinge irgendwie geiler. Allein der Damage-Output ist geil. Und wenn wir uns dann nebenbei halt gegenseitig noch verteidigen, wäre natürlich richtig gut. F7, rette mich. Mal Tasten lernen hier. Danke, hast du gut gemacht. Bewusstseinsstärke 19? What the fuck? Wir laufen jetzt einmal zu Hause und gucke ich mal ganz kurz die Multiplikatoren an. Das ist ja heftig. Mal ein Stück Fleisch, dann kannst du ein bisschen regenerierend. Geröstete Kartoffel. Oh, erhöht die Traglast, schön. Wie finde ich die Geräusche gerade echt nicht so schön, die wir da gehört haben? Wassermal? Kann das sein? Aha, okay, besser. So. Acht Mais! Ich kann eins meiner Alpakas retten. Sättigung 15? 17? Oh Gott, ich kann die Alpakas vielleicht doch noch retten! 8 Mais! Geil! So. Ja, wie war's? Geh wie Gustav. Geh wie Gustav. Geh wie Gustav. Ich finde es gut, dass wir die Lampen da jetzt haben. Das ist richtig gut. Warum müsst ihr bei den Kisten mehr aufräumen? So, Premium-Bandagen. Geil! Ach, stimmt, ich habe jemanden losgeschickt, der die anderen noch weiter welche machen soll. so. Dann. Ich brauche ja mal diese komische Futterwerkbank hier. Du da? Alpaka-Futter. Wie war es auf die Liste? Zur Planliste? Oh. Herumstreicher, du bist im Kampf. Du darfst jetzt hier bleiben. Sendung beenden und mehr Alpaka-Futter machen.
Achso, jetzt machst du das dann natürlich noch weiter, ne? Die Arbeit. Den Schleifer mal kurz außen vor. Speichern. So. Kümmere dich um sein Packerfutter. Das wäre ein Träumchen. Super. Ich schau mal ganz kurz in die Einstellungen rein, weil mich interessiert gerade, was das für ein Multiplikator ist. So, hab da jetzt alles mal komplett durchgeguckt, was jetzt in den Einstellungen angepasst ist. Und rein vom Kampf her, das ist schon, ich glaube, so ein Multiplikator von 0,6, das macht es schon halt sehr viel einfacher. Also 40% einfacher, so grob gesagt. Aber mir geht es jetzt gerade speziell um das Thema EP. Und das ist tatsächlich einfach nur Multiplikator 2. Das heißt, die ganzen Level, ich habe da jetzt, glaube ich, zwei Level irgendwie gemacht. Und wir hätten bei der ganzen Aktion jetzt trotzdem über ein Level geschafft gehabt. Also, das beruhigt mich ganz ein wenig. Das ist so, also, ist gar nicht mal so schlecht entlohnt, würde ich mal sagen. Gib mir mal das Alpaka-Futter. Hast du da noch mehr? Ich bin mehr. Du sollst arbeiten. So. Wir können die Alpakas retten. Du kriegst was zu essen. Liebst du mir erstmal noch, wenn du kacken würdest? Aufteil. Bestätigen. Guten Appetit. Und du auch noch. Guten Appetit. So, haben wir ein bisschen Zeit geschon. Sehr schön. Ich muss hier einfach kurz EP-technisch gucken, weil das war ja jetzt schon eine interessante Runde. Und wir müssen neue Werkzeuge haben. Also ich spiele definitiv noch ein bisschen weiter. Musterstärke 20 haben wir fast. Das ist schon faszinierend. Bronze-Werkzeuge. Spielzeug mache ich zum Beispiel aus Bronzebarren. Da brauche ich aber noch die Schmelztechnik für, ne? Aus Kupferbarren und Zinnbarren. Zinnbarren mache ich aus Zinnerz. Also ich könnte dann theoretisch, bevor wir jetzt hier ganz groß was machen, nach der nächsten größeren Kampfrunde, mit Bronze-Sachen arbeiten. Habe ich ja schon Bronze-Waffen, die in Reichweite sind? Ah, 22. Na gut, nicht wirklich, aber egal. Tierzucht, also das hier mit den Pfeilen und Tierzucht, das ist wirklich nochmal so ein schwierigeres Thema. Im Sinne von, ich muss das mit diesen Pfeilen mal anständig hinkriegen und dann ist gut. Mandatenpunkte. Für meine Maske kann ich ein bisschen was tun, oder? Ach, wir haben in der Kupfermine noch jemanden rumliegen. Obwohl auch der Multiplikator ist angehoben jetzt. Dass es schneller geht, vielleicht gehört sie ja schon zu uns, hat er irgendwie, oder er? Was, er oder sie? Keine Ahnung. Habe ich unterwegs nicht gelootet? Die gegeben? Nee. Oh, du hast 6 Alpaka-Futter. Ha! Alpakas! Jeder von euch kann 3 haben! Ihr werdet mir nicht so einfach wegsterben. Nice! Verlegung? Nein. Aufteilen. 3. Jetzt war du frisst von alleine. Wenn nicht, gucken wir halt später nochmal rein. Bitteschön. Gekackt habt ihr nicht. Oh. Die werden nicht sterben. Nur noch mal ein Landwirtschaftsding, ne? Naja, gut, ich kann hier nichts mehr weiter anbauen. Naja, Landwirtschaft, das ist auch wieder so ein Thema. Es sieht halt irgendwie scheiße aus, wenn das Gras da drunter einfach bleibt. Oh, gut. Zu schwer bewegen nicht möglich? Was? Ach, ich brauche mehr Kisten, ne?
Die Baumstammlogik ist ein bisschen schwierig bei mir hier. Kann ich doch aber einfach ein paar von meinen Ästen... Kannst du nämlich deine Stämme wegpacken? Und ich gebe dem Feuer nochmal ordentlich Zeit. Ja, okay. Kann ich die Rinde auch reinschmeißen? Ja, schön. So, eine Sache würde mich jetzt nochmal interessieren, und zwar der Punkt, ab wann ich ein Portal machen kann. Gar nicht? Okay. Da, Portal, da haben wir es doch. Ein Produkt der Zivilisation, das leicht transportierbar ist. Das Portalteil mit grünen Kristallen und blauen Kristallen. Einem mystischen Steintisch. Ah, okay. Das ist das, was in den großen Pyramiden da ist, ne? Das ist schon ganz geil. Aber Portalteil 1, 2 und 3? Mir gar nicht angezeigt, ne? Vielleicht muss ich die ja tatsächlich dann finden. Hier ist nichts bei. Okay. Gut, aber ich bin gerade sehr froh darüber, wie gut wir jetzt hier eigentlich noch zurechtgekommen sind. So. Ich müsste mein Inventar noch hier nochmal aufräumen. Dann mit Grobstoffsachen. Downstamm. Ich glaube, ich finde genug davon, ne? Ich würde das jetzt einfach zerlegen. Oh, Steinperle. Nee, auch wieder die alte Technik. Die brauche ich nicht. Oh. Alle jetzt nacheinander, dann kriege ich meine Rohstoffe wieder, ne? Also, das sind meine Rohstoffe. Ich kriege denen ihre Rohstoffe wieder. Geil. Dann würde ich in der Reparaturbank nochmal einen Reparaturanstoß machen. Mit hier. Hier, dann muss ich das für uns einfach rumstreichen, auf jeden Fall nochmal aussortieren. Da habe ich ja ganz schön zugemüllt. Sollte definitiv mit Doppelklinge arbeiten. Verbände, das ist in Ordnung. Ja, ich räume einfach auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.